Man ist ja anfangs mit wenig zufrieden bei diesem Maiwetter. Und ein feines Regeli ist schon mal besser als ein starkes. Für den ersten Slow-Up Swiss Knife Valley sind das gar nicht so schlechte Bedingungen. Und überhaupt, Teilnehmer sind erfahrungsgemäss wetterfest. Es gibt ja kein schlechtes Wetter, bekanntlich. Es gibt nur schlechte Bekleidung. Und man muss raus bei gutem und bei schlechtem Wetter. Das ist ein bisschen interessant. Nach den letzten Vorbereitungen hat dann die Polizei die Strecke freigegeben. Dann sagen wir jetzt los, wir kommen. Am 10. Uhr dann der grosse Moment. Der Slow-Up durch den Schweizer Talkessel wird eröffnet. Kein Auto mehr, nur noch Muskelkraft ist gefragt. Der Andi Tschümperli ist sogar mit dem Nationalrat gekommen. Er freut sich auf ein Parkour. Trotz einer kleineren Verletzung, die ich hier im FC Nationalrat aufgelesen habe, am Parlamentarierturnier. Nämlich? Kleine Zerrung. Aber es sollte eigentlich zum Velofahren gehen. Traumhaft. 30 km Strasse ohne motorisierten Verkehr. Keine Hektik. Mal einen Gang abschalten. Gemütliche Pausen sind natürlich die Pflicht. Gefällt hat es auch nichts. Der erste Slow-Up Swiss Knife Valley. Ein voller Erfolg. Und es war kaum der letzte. Slow-Up 2011 soll es auch wieder geben. Und zwar am 15. Mai nächstes Jahr. Ist zwar natürlich immer abhängig von vielen Umständen, können wir wieder Menschen begeistern in unserer Region und dann sollte es eigentlich kein Problem darstellen. Also dann, nicht mehr hinter sie schauen. Der nächste Slow-Up kommt bestimmt.